Gute Nachrichten für Mallorca-Urlauber und alle die, die auf die Kanarischen Inseln fliegen oder schon geflogen sind. Ich erkläre euch ganz genau, was da mal wieder coronatechnisch passiert ist. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und ich liebe persönlich Reisen und mache auch ganz viel im Reiserecht zurzeit. Ja, Corona ist sozusagen da natürlich immer noch die Überschrift. So auch natürlich in Sachen Spanien bzw. Mallorca und Kanaren. Denn auch in Spanien ist natürlich Corona immer noch ein Thema und ja, vielleicht sogar in der Vergangenheit ein bisschen mehr Thema gewesen. Entsprechend war es so, dass so Mitte Juli Spanien als Hochrisikogebiet eingestuft wurde. Und ja, so langsam steigen bei uns die Zahlen, aber in Spanien gerade nicht. Das heißt, gute Nachrichten für alle Spanienurlauber. So wurden bereits vergangenen Sonntag die Kanaren von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen und einen Sonntag später, da zieht sozusagen Mallorca jetzt nach. Und das sind tatsächlich gute Nachrichten für alle Reisenden, denn ihr wisst, immer der Zustand, der bei eurer Rückreise gilt, der ist entscheidend. Das heißt also, wenn man jetzt zurückkommt, dann droht auch nicht Geimpften keine Quarantäne. Ansonsten war es ja beim Hochrisikogebiet so, dass man eben als Genesener und Geimpfter einfach den entsprechenden Nachweis vorlegen musste. Aber diejenigen von uns, die eben nicht geimpft sind, die mussten eigentlich grundsätzlich 10 Tage in Quarantäne, konnten das aber mit einem negativen Test auf 5 Tage verkürzen. Ja, und das Gleiche galt auch für Kinder. Die brauchten dann unter Umständen zwar keinen Test, aber 5 Tage Quarantäne war für die eben auch Pflicht, wenn die noch nicht geimpft waren. Das war natürlich unschön, gerade jetzt, wo auch die Sommerferien in manchen Bundesländern enden. Wenn man dann nach Hause gekommen wäre, ja, und die Schule wartet, aber eigentlich die lieben Kleinen noch 5 Tage in Quarantäne hätten gemusst. Ja, Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Kein Risikogebiet mehr. Das heißt, Geimpfte, Genesene und Getestete, in dem Fall also die 3G, können direkt wieder losstarten. Gott sei Dank kein Hochrisikogebiet mehr. Wenn sich was ändert, naja, die Herbstferien stehen vor der Tür, ne? Ihr kennt das, Sommerferien gerade vorbei, kommen doch schon direkt wieder die nächsten Ferien und natürlich wieder neue Regelungen, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Also abonniert am besten den Kanal und aktiviert das Glöckchen, dann gibt es, sobald es Neuigkeiten gibt, auch wieder ein neues Video von uns.